Sie sind hier, 30. August 2018, 17.07 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Lotta Schälen beendet ihre Karriere mit 34 Jahren. Urheberrecht Getty Images. Die Schwedin Lotta Schälen erklärt ihre Karriere im Frauenfußball offiziell für beendet. Grund sind chronische Kopfschmerzen. Sie ist Rekordschützin ihres Landes. Lotta Schälen hat im Alter von 34 Jahren ihre Karriere beendet. Diesen Entschluss teilte die Rekordtorschützin der schwedischen Nationalmannschaft, 88 Tore in 185 Länderspielen, auf einer Pressekonferenz am Donnerstag in Göteborg mit. Seit einer Nackenverletzung im Juni vergangenen Jahres leidet die Angreiferin des FC Rosengard an chronischen Kopfschmerzen. Schälen spielte unter Schmerzmitteln, es war ein hartes Jahr und es ist immer noch schwierig, sagte Schälen unter Tränen. Bereits bei der EM 2017 in den Niederlanden spielte sie nur unter Schmerzmitteln und konnte seither keinen Einsatz mehr bestreiten. Auf Klubebene gewann Schälen unter anderem dreimal die Champions League mit Olympique Lyon, mit Schwedens Nationalmannschaft holte sie Bronze bei der WM 2011 und 2016 Silber bei den Olympischen Spielen in Rio. In ihrer Heimat wurde sie fünfmal als Fußballerin des Jahres ausgezeichnet, von Sportinformationsdienst.